Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zu der wohl hoffentlich letzten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich darüber freuen würde, wenn das Projekt vorbei ist, aber so langsam kommen wir in die 120er Richtung, ja. Da kann das Let's Play auch mal so langsam vorbeigehen. Es ist absolut Wahnsinn, wie viele Parts ich von diesem Projekt habe. Und ich habe mich auch dementsprechend vorbereitet. Ich weiß, ich habe mich auch besser vorbereiten können und ich weiß, dass es jetzt schon, ich glaube, eine Woche her ist, als der letzte Part dran war. Es tut mir auch wirklich schrecklich leid. Ich konnte mich auch nicht allzu sehr darauf vorbereiten, da ich entweder keine Lust drauf hatte oder weil ich halt, naja, andere Dinge zu tun hatte, private Dinge. Aber ich habe das Beste versucht, was ich machen kann. Ich habe mir gedacht, ich nehme ein Klimaband auf. Ganz einfach, weil Sonntag erstmal, falls es dort sonnig ist auf dem Dungeon. Oder, beziehungsweise, und halt wegen den Hypoterussen. Hypoterus? Wegen den Hypoterus auf dem Dungeon, so. Oder in dem Dungeon. Die ja einen Sandsturm verursachen und das dann einfach, ja, vanished wird. Ich glaube, das letzte Mal, als ich durch den Dungeon gegangen bin, hatte ich das Ausdauerband, was mir ja auch nicht allzu viel bringt. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar mehr Äpfel hier reingeknallt. So, ein paar Sinelbeeren und jetzt gehen wir los mit dem Belebersamen. Also hier haben wir erstmal die ersten drei. Dann haben wir hier nochmal die nächsten, wie viele sind das? 10? Ich glaube 10 passt auf eine Seite. Weiß ich jetzt gerade nicht. Kann sein. 3, 6, 8. Okay, 8 passt auf eine Seite. Okay. Und hier sind noch weitere 3. Also man kann davon ausgehen, 14 Belebersamen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ist ja schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Also damit sollte man auf jeden Fall weit genug kommen. Dann auch so ein paar Halluzinationsdinger, Gustosamen, die ja extrem OP sind in dem Spiel. Wenn ich einen Gustosamen auf Darkrai werfe, ich brauche mich nicht mehr um Darkrai kümmern. Überhaupt gar nicht mehr. Ja, und sonst noch so Heilsamen, Schadesamen. Okay, gut, das, ich weiß nicht, wieso ich das drin habe. Habe ich vielleicht einfach vergessen, aus dem Beutel rauszunehmen. Aber dann noch ein paar Top-Elixiere. Lebenorb, Regenorb. Ich weiß nicht, wieso ich den dabei habe. Stopperorb habe ich auch dabei. Ich guck mal eben ganz kurz nochmal. Nur zur Sicherheit. Okay, ich habe schon bei ihm eingekauft. Also habe ich wahrscheinlich auch bei dem anderen Keklon-Bruder nachgeschaut. Nach irgendwelchen Orbs. Ach komm, was soll's. Was tust du? Ah, ich habe keine... Ne, den hole ich mir, ne? So ein Lärmorb, das geht doch ganz klar, ne? Dann mache ich einfach mal Regenorb weg, ne? Würde ich mal sagen. Und dann One for One Trade. Jetzt Regenorb kriegst du, ich krieg von dir dann aber Lärmorb. Das ist doch ein guter Tausch, oder nicht? So, dann, ja, und ich möchte wieder raus. Vielen herzlichen Dank. Und es geht los. Ab in den Dungeon. Ja, ich bin bereit. Ja, wir machen uns auf den Weg auf zum Dunkelkrater. Ich weiß ja jetzt auch, das hatten wir doch alles gehabt. Ich weiß ja auch. Ach so, nur ich werde vom Wetter, aber ich hätte mir das durchlesen müssen. Okay, das heißt Cresselia und genau. Cresselia und Daniel kriegen jetzt weiterhin Schaden. Immer wenn ich einen Plan habe, wird das irgendwie zunichte gemacht, weil es irgendeine Mechanik in dem Spiel gibt, die ich noch nicht kannte. Naja, egal. So kriegen wir wenigstens keinen Schaden davon. Geht ja auch. Oh nee, da geht's schon los mit den Jungbluts, ne? Oh, Ladungsstoß bei ihm aktiviert. Ja, genau. Alles klar, machen wir es mal wieder so. Dann verhaut er jetzt hier nicht alles an Ladungsstoß. Sehr unnötig wäre das. Also ich habe das Beste gegeben, mich vorzubereiten, ja? Und außerdem, genau, ich wollte ja gerade damit anfangen, und zwar zu sagen, ich weiß ja auch, wie weit dieser Dungeon geht, beziehungsweise wirklich, ja, wie tief der geht. Und das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich wieder, ich glaube, das waren 28 Ebenen, wenn mich nicht alles täuscht. Es wird jetzt mal wieder ein bisschen ein längerer Part, auf jeden Fall. Macht ja auch Sinn. Ich meine, wie man nicht verachten kann. So, wie man die letzten Parts ja auch schon gesehen hat, so, wenn ganz einfach, ich sag's jetzt einfach so, ich bin heute nicht im klaren Kopf. Ich war vorhin in der Schule, hatte nur 4 Stunden Schule gehabt und wurde abgeholt von meinem Vater. Danke nochmal meinem Vater dafür, das Video zwar nie sehen, aber trotzdem, ganz ehrlich, man kann sich ja bedanken dafür. War ja auch sehr nett von ihm, dass er mich abgeholt hat nach der 4. Stunde von der Schule, denn ich wohne sehr weit weg von der Schule, nicht, also sehr weit weg, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
Wobei doch, das trifft es ganz gut. Sehr weit weg trifft es schon ganz gut. Ich habe halt nicht so wirklich die Möglichkeit, mit dem Zug oder so hier zu fahren, wo ich wohne, denn ich wohne mitten auf dem Kaff. Da haben wir es nicht so mit Busverbindungen oder Zugverbindungen. Der Schulbus wäre nur nach der 6. Stunde gefahren und da habe ich keinen Bock drauf, da die ganze Zeit in der Schule rumzugammeln. Selbstverständlich eigentlich. Und deswegen fand ich das sehr nett von meinem Vater, dass er mich abholen konnte. Dass er mal nicht die Frühschicht hatte und mich abholen durfte. Morgen, also heute haben wir ja Freitag, wo das Video kommt. Sollte zumindest so sein, ja, sollte so sein. Ich hoffe, da kommt nichts irgendwas dazwischen. So, Essen, Daniel. Nein, eigentlich muss es Freitag kommen. Ich nehme es hier auch gerade nämlich an einem Freitag auf. Oh, nee. Oh, nee. Nee, weißt du was, das ist mir zu gefährlich. Da bin ich eine kleine Pussy jetzt, was das angeht. Oh, ich habe nur einen. Ich habe nur einen mitgenommen. Da bin ich eine Pussy, was das angeht. Lebersamen? Schade, Schwunzer. Was wollte ich jetzt gerade mal sagen? Genau, am Freitag kommt das Video. Ja, ich nehme es auch gerade am Freitag auf. Ich hoffe nur, dass da natürlich nichts dazwischen kommt, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird. Jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt und es kommt was dazwischen. Nein, ihr werdet das Video am Freitag auf meinem Kanal sehen. Beziehungsweise, ich kann es ja nicht sagen, ob ihr es am Freitag sehen werdet, aber ich meine jetzt, am Freitag ist es auf jeden Fall auf meinem Kanal. So. Und dann am morgigen Tag gibt es ein Spezialvideo und zwar etwas, das es schon lange nicht mehr gab, / von mir persönlich noch nie gab. Das mag jetzt für den einen oder anderen sehr, sehr verwirrend klingen, ja? Wenn ich sage, was es schon lange nicht mehr gab, aber von mir noch nie. Aber ihr werdet es schon sehen. Es hat was mit einem Videospiel zu tun, einem neuen Videospiel. Ich bin auch nicht alleine. Oh, scheiße. Ich bin auch nicht alleine in dem Video. Ich habe nämlich einen Kumpel mit eingeladen. Den kenne ich auch aus YouTube oder von YouTube. Oh, shit, das ist nicht cool. Ein YouTuber, den ich seit sehr, sehr langer Zeit nun kenne. Seit 4 Jahren locker. Locker seit auch fast knapp 5 Jahren, würde ich sogar sagen. Und ich habe gestern beim Aufnehmen die Chance gekriegt, ja, mit ihm gemeinsam mal zu zocken. Was ich ziemlich, ziemlich nice finde. Weil, naja, wie soll man sagen, er ist halt mit einer der allerersten YouTuber, die ich auf YouTube wirklich aktiv geguckt habe. Und dass ich dann gemeinsam mit dem aufnehmen kann, das fühlt sich schon irgendwie cool an, so. Ist auch ein sehr spezielles Video, weil wir haben über TS gesprochen und am Ende des Videos, also so 5 Minuten vor Ende des Videos, hat er sich stumm geschaltet. Aber ihr werdet schon selbst sehen, wieso. naja. Finde ich ziemlich sexy auf jeden Fall. Dass ich mit dem mal gemeinsam was aufnehmen durfte. Also er hat es nicht aufgenommen, weil er ist besser in dem Spiel als ich. Viel, viel besser in dem Spiel als ich. Und er hat das schon zu Genüge auf seinem Kanal hochgeladen. Und er findet das Spiel so, also er findet das, was wir halt da machen, also ich habe ja mit ihm gemeinsam gespielt auf meiner Elo. Ich denke mal, ihr wisst alle, was eine Elo ist, also halt so ein Rangsystem. Er hat auf meinem Rang gespielt und da er halt ziemlich gut in diesem Spiel ist, findet er halt diesen Rang nicht anspruchsvoll. Deswegen dachte er sich so, das nehme ich mal lieber nicht auf, weil ganz einfach, das macht halt weniger Spaß, als wenn ich gegen Gegner spiele, die so auf meinem Skill-Level sind. Vollkommen nachvollziehbar auf jeden Fall, aber ich habe ja wenigstens aufgenommen. Okay, das ist eine Gruppe von Gegnern. Na, wobei Glumanda ist ja nicht stark hier in dem Dungeon. Ganz angenehm eigentlich. So. Aber trotzdem war es cool, mit ihm aufnehmen zu können, ja. Vor allem, ich hätte niemals damit... Oh, shit. Vor allem, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich mal gemeinsam mit ihm aufnehmen könnte. Ich habe auch schon mehr mit ihm geplant. Oh, oh. Das wird nicht zurückgespiegelt, stimmt. Da war was. Ah, da war was. Das ist gut, dass ich mir das merken konnte, ey. Sonst wäre ich wieder von Spiegeltrick ausgetrickst. Ich wollte das eigentlich nicht sagen, weil es ein ziemlich schlechter Wortwitz gewesen wäre, aber ich habe es trotzdem gemacht, so. Oh, Arcanine. Aber ihr könnt euch auf das Video auf jeden Fall freuen. Finde ich auf jeden Fall ein sehr lustiges Video. Ist ein sehr schönes Video geworden. Wie gesagt, er fand die Runde halt nicht so spannend, weil, naja, der Elo-Unterschied halt einfach. Aber nichtsdestotrotz war es immer noch ein lustiges Video zu machen und ich habe auch mehr mit dem geplant, mit dem Jungen, was dann am Ende auch wirklich getan wird,
Naja, das sieht man dann in der Zukunft. Oh, man kann mal so langsam immer hier, ne? Kann man ja mal langsam hier einen Äpfel erstmal essen hier. Und erstmal Tagdieb. Ich habe wenig HP. Ja, also mal sehen, was da noch in der Zukunft auf uns zukommen wird. Oder halt auf euch zukommen wird. Aber wir haben auch schon ein Projekt halt. Oder was heißt Projekt? Es ist halt eigentlich nur ein ganz, ganz Mini-Projekt. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz kleines Projekt. Das wir zum Beispiel auch geplant haben. Okay, so langsam sollte ich auch dann mal meine AP auffüllen. Denn das Problem ist, ich kann Flammenwurf gegen keins der Pokémon hier einsetzen. Was dann auch auf beiden Kanälen dann kommen wird. Also das Projekt, das ich gerade eben angesprochen habe, das Mini-Projekt. Man muss auch wirklich sagen, Mini-Projekt. Oh, nice. So. U10. Ich weiß gar nicht, wie viel dieser Dunkelkrater, also der Dunkelkrater, in dem wir jetzt hier gerade sind, für Ebenen hatte. Also wir hatten ja noch, also wenn man jetzt hier durch ist, hat man ja noch, ich sollte echt mal Top Elixier sitzen. Dann hat man ja noch eine weitere Ebene, also sowas wie unteres Dunkelkrater, sowas in der Art. Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß nicht mehr, wie weit dieser, der Dungeon geht, den wir jetzt hier gerade entgegensetzen. Entgegentreten, wohl eher. Lol. Ist es nicht genau derselbe Dungeon? Nee, ist nicht genau dieselbe Ebene. Weil die sah gerade sehr identisch aus wie eine Ebene, die ich schon mal besucht hatte. Na gut, dass wir jetzt gerade. Ja, gut, dass wir jetzt gerade schön Treppenlack haben. Das ist nice. IQ-Fähigkeit Nichtschläfer bei beiden ist aber auch so gut, ne? Das ist auch so gut einfach. Maronbeeren brauche ich gar nicht mehr. Ach komm. Top Elixier kann man sich mal immer gönnen. Komm, nimm Daniel einfach. Mein Gott, der hat ja schon ein bisschen angegriffen. Wieso nicht auch einfach mal einsetzen? Heute ist etwas sehr Lustiges passiert bei mir. Also, was heißt sehr Lustiges? Es ist halt nichts Krasses, aber ich muss. Ich möchte ein paar. So. Ein paar Geschichten hier, so dass wir ein bisschen was auflockern, so ein bisschen was voneinander erzählen können. Heute ist etwas passiert, und zwar, ich bin zur Schule gefahren, unglaublich, mit dem Bus. Und wir sind an so einer, also bei uns in der Nähe. Ah, P-Falle ist so hässlich, ne? Aber bei hat jetzt relativ wenig gebracht. Bei uns in der Nähe ist nämlich so eine Fabrik. Okay, ich weiß nicht, ob man das genau Fabrik nennen kann. Oh, ich habe es gar nicht gesehen da. Ich nenne es einfach mal Fabrik, da werden auf jeden Fall so Maschinen und so weiter hergestellt. Das kann man auf jeden Fall Fabrik nennen. Und wir sind da heute halt mit dem Bus vorbeigefahren. Da ist so eine relativ große Rechtskurve. Und wir sind mit so einem Linienbus halt gefahren. Nicht jeden Morgen machen wir das mit dem Linienbus. Manchmal auch mit so einem Ford Transit. mit so einem, keine Ahnung, Sprinter, Mercedes Sprinter da umgebaut in einen Bus. So fahren wir auch manchmal. Manchmal aber, wenn wir aus der Nebenstadt auch noch welche mitnehmen, dann mit dem Linienbus. Und wir sind im Linienbus gefahren, fahren so an der Rechtskurve lang, ziehen so gerade in die Kurve rein. Also wir nehmen die Kurve gerade so eng dann mit. Und ich sehe nur so, wie von hinten sich da so ein Mercedes SLE heißt, glaube ich, also diese, ich sag mal, sportlichere Variante vom SLK, fährt dann so an uns vorbei, gibt so Gummi. Ja, gibt so Gummi. Vor der Kurve, während wir gerade die Kurve nehmen, will der überholen. Wo ich mir auch so denke, ey, wie kann man nur so grenzbehindert sein und kurz vor einer fucking Kurve überholen? Vor allem ein Linienbus. Aber okay. Er setzt so zum Überholgang ein, gibt Gummi. Und ich sehe schon, wie sich von vorne so ein Auto nähert, das auch gerade in der Kurve so los, oder gerade so in der Kurve steckt. Der Busfahrer, also mein Busfahrer, natürlich etwas vom Gas gegangen, natürlich nicht gebremst, weil hinter ihm waren andere Autos. Oder ich glaube mal ein anderes Auto, wenn mich nicht alles täuscht. Also bremst halt nicht sofort, sondern geht ein bisschen vom Gas, sodass der andere halt dann besser überholen kann, weil er natürlich gesehen hat, dass von vorne ein Auto kam. Der Typ, der überholen will, der hat so Glück, dass seine Karre so eine gute Beschleunigung hat. Ich sag's euch, der ist dann auf einmal wie ein Kanickel-Fangschlag, ja, wie ein Kanickel-Fangschlag, sag ich euch. Tritt er da aufs Gaspedal, wirklich, man hat schon fast seinen Fuß aus der Karosserie rausschrecken sehen, so doll hat er reingedrückt. Holy shit, Erdbeben. Mate, das ist uncool, ja. Er gibt Megagummi.
Und von vorne das Auto, du hast schon gesehen, wie er sich so hart in die Hosen gekackt hat, dass er richtig, also der ist wirklich auf die Bremse gegangen. Und der mit dem SLE, als wäre es nichts gewesen, rast da einfach wieder vorbei und zieht da voll innen rein, also in die Kurve, und hat den Überholvorgang natürlich damit abgeschlossen. Wie gesagt, ist das, wenn er nicht so eine Sportkarre hätte, das wäre ein Crash gewesen. Ich meine, ich wäre ja nicht mit involviert gewesen, oder beziehungsweise der Busfahrer müsste stehen bleiben, ist ja klar. Unterlassene Hilfestellung und so weiter ist ja strafbar, ihr wisst ja Bescheid, ich denke mal, das weiß jeder von euch. Schade, kein Bleewasser. Ich meine, wir haben genug, aber trotzdem. Unterlassene Hilfestellung ist ja strafbar in Deutschland. Würde das ja nicht so heißen. Und deswegen müsste der Busfahrer da ja stehen und so weiter. Dann wäre ich im Grunde genommen auch mit involviert, aber ich meine jetzt aktiv am Unfall. Also wir haben da relativ wenig mit zu tun gehabt. Aber trotzdem, es war etwas, also ich hatte schon öfter mal... Also wir hatten schon öfter mal mit dem Bus, das ist nicht gut. Donnerblitz trifft auch in der Wand dann? Also letztens erst Dreistreich kennengelernt, dass es funktioniert, jetzt auch noch Donnerblitz, interessant. Ich hatte schon öfter mal mit dem Bus Erfahrungen gemacht, wo wir knapp an einem Unfall vorbeigefahren sind, also wirklich extrem knapp an einem Unfall vorbei waren. Nein, bitte nicht, mach das nicht. Oh, das hat gerade so gereicht, ey, gut. Und was heißt gerade noch so? Volltreffer halt. Ziemlich glücklich eigentlich. Also, also es gab halt Momente wirklich, wo es extrem knapp an einem Unfall vorbei war mit dem Bus. Aber zum Glück war es da nicht so. Aber ich dachte, wieso nicht auch einfach mal erzählen? Ja, wieso nicht einfach mal erzählen? Ein bisschen hier so eine kleine Plauschrunde. Ich meine, der Dungeon ist groß genug. Und wir haben ja ein Ziel. Wir wollen Darkrai richtig hart fisten. Wir wollen ihn so richtig hart fisten. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viele Ebenen ich vorhin bei der ersten Dunkelkrater-Ebene in Anführungszeichen. Beim ersten Dunkelkrater-Dungeon viele Ebenen der hatte. Ich glaube 16. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hoffe, es waren 16. Oh Gott, was ist das denn hier? Alter, das sieht aus wie so ein Bossraum. Nein, 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 nein. Oh, 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 das ist gefährlich. Das ist jetzt richtig gefährlich. Ich muss zuerst Logok besiegen. Genau. Lol, er ist das alte Flinksam. Okay, erster Belebersam ist weg. Ne, wobei auch nicht. Donnerblitz weg. Das war gut. Nein, er greift dich trotzdem an. Oh, Hornbohrer, Alter. Was geht hier gerade ab, ey? Gut, der erste ist down. Bitte greif mich an. Vielleicht greifst du mich doch nicht an. Nein, was tue ich? Alter, ist das gerade fies. Alter, ist das gerade fies. Oh mein Gott. Alter. Es war sehr risky, was ich getan habe, aber trotzdem. Ging noch alles glatt. Als wäre nichts gewesen hier. Nee, ich will... Ach, eine Sinelbeere kann man mal ruhig verkraften, mal hier wegzufuttern. Ich muss noch überlegen, was ich überhaupt am Sonntag für ein Video bringe. Quurtel! Der Junge, der uns ja erzählen konnte... Was war das nochmal? Ach, wo war das nochmal? Wegen dem Reliktfragment war das, ne? Das war wegen dem Reliktfragment mit Quurtel, richtig? Wo er sich nicht dran erinnern konnte und so. Ja, ja, ich glaube, das war Reliktfragment und Salzwasserhöhle wegen Labras etc. Ich weiß Bescheid. Ich bin, und das jetzt nicht irgendwie übertrieben, ich bin nervös. Das meine ich eher, also wirklich, ich bin echt nervös gerade. Wie viele Parts habe ich jetzt in diesem Projekt eigentlich? Wie viele Parts habe ich in dem Projekt? Nee, wisst ihr was? Das will ich sogar nachgoogeln. Oder nach YouTuben. Klingt nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das wird jetzt nachgeprüft. Ich möchte das jetzt wissen. Weil das ist eine
absolut enorme Zahl. Dafür, dass es mein zweites Let's Play, mein drittes Let's Play. Ich vergesse immer Dragon Quest. Dragon Quest war ja auch ein Let's Play, das 90 Parts oder so war. Dragon Quest, Alter. Leute, jetzt mal Real Talk an euch. Schreibt jetzt Hashtag ich hab's gesehen in die Kommentare, wenn ihr Dragon Quest gesehen habt. Reicht auch, wenn ihr einen einzigen Part Dragon Quest gesehen habt. Schreibt es mal in die Kommentare. Also Hashtag ich hab's gesehen. So, Pokémon Mystery Dungeon, da ist es ja. Wir sind bei Part 126. Part 126. Alter fucking Schwede. Egal, der wird ja nicht nochmal angezündet, deswegen mache ich das immer so. Also Part 126 für ein drittes Let's Play. Kann man mal machen, ne? Okay, das ist jetzt uncool. Oh Gott, das ist jetzt ganz uncool. Lol. Die finden sowas so geil, wenn sie so zurückweichen. Boah, dann hat er noch so viel Verteidigung. Dankeschön. Du brauchst jetzt nicht mehr verwirrt sein, aber ist auch gar nicht mehr nice. Ich bin gerade echt nervös. Also 126 Parts. Es ist krass. Da kann man mal applaudieren. Und ich weiß, wir sind ja noch nicht fertig mit der Story. Das kommt ja, wenn wir Darkrai besiegt haben. Hier will ich Ladungsstoß einsetzen. Wehe, hier ist ein Rihornior. Hier drin. Wehe, hier ist ein Rihornior. Okay, ist nicht nice. Ich weiß ja, wenn wir Darkrai besiegt haben, dann ist das Let's Play auch vorbei. Ich denke mal, das wisst ihr auch. Und so langsam an das Ende des Let's Plays zu kommen, das stimmt mich schon so ein bisschen sentimental, muss ich sagen. Aber ich habe natürlich auch Bock auf das neue Projekt. So ist es natürlich nicht. Ich denke mal, die meisten von euch sollten das jetzt auch mal langsam mitgekriegt haben. Mein neues Projekt wird ja sein Pokémon Blaze Black 2 Nuzlocke Challenge. Und ja, an Andy. Na, wobei, nee, das sage ich jetzt noch nicht. Das mache ich erst, wenn das Let's Play startet. Das ist nämlich eine Information, die Andy sehr, sehr freuen wird. Weil er das schon öfter in die Kommentare geschrieben hat. Oh, 14. Wir sind immer noch nicht beim Ende. Hohoho. Blaugummi. Boden essen. Ich esse es einfach mal. Schade. Okay, Verteidigung plus 1 ist ja schon mal nicht schlecht. Damit kann man ja schon mal was anfangen. Damit kann man ja schon mal... Oh, ich wurde gerade auf WhatsApp angeschrieben. Das ist eigentlich relativ wichtig, deswegen gucke ich mir das an. So, war jetzt relativ wichtig. Es tut mir wirklich leid, dass ich das hier im Part mache. Oh, was war das denn? Aurasphäre? Nee, Rückstoß? Was war das für eine Attacke? Egal. Ich kann ihn angreifen mit Flammenwurf. Großbrand und dann... Ja, genau. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade auf WhatsApp war. Ich weiß, dass es extrem unprofessionell ist, aber... Hashtag Qualitätsoffensive Marcel, ja. Das darf man natürlich nicht vergessen. Rihornio, und da ist dann die Treppe, die mich dann zu Darkrai führt. Ich muss... Oh, Steinkante. Es muss Darkrai sein, es muss Darkrai sein. Ich muss schon wieder auf WhatsApp antworten. Es tut mir wirklich leid. Nicht mit der russischen Tastatur, bitte nicht. So. Greif ihn bitte nicht an. Ja, meinetwegen, jetzt kannst du noch machen. Jetzt geht's nämlich los gegen Darkrai. Dieses Mal gibt es keinen Zweifel. Ich werde euch endlich aus dem Weg räumen. Und wenn ihr mich nicht mehr im Weg steht, dann kann ich diese Welt umgestalten. Ich muss ganz kurz auf WhatsApp. Bin fertig. In ein Reich der Dunkelheit. Hier kommen sie. Seid vorsichtig. Ich werde nicht zulassen, dass die Welt in Dunkelheit gehüllt wird. Das wird niemals geschehen. Jetzt ist es soweit.
Angriff. Boah, ich krieg grad Gänsehaut. Donnerblitz weg. Wir müssen. Danke an Fußballgott. Danke an Philipp. Philipp, falls du das Video hier siehst, Daumen hoch an dich. Wirklich ohne Scheiß jetzt. Und zwar hat Fußballgott mir. Also Philipp mir in der Schule erzählt gehabt, Ladungsstoß, Donnerblitz kannst du doch gar nicht einsetzen. Rihornio sitzt doch hier mit bei der Crew. Ja, Philipp war der Erste, der mir das sagen konnte. Okay? Hat mir das in der Schule erzählt. Danke auf jeden Fall an dich an dem erstmal. Ich setze jetzt erstmal direkt einen Gusto-Samen ein. Sobald wir ihn hungrig gemacht haben, ist er weg. Ja! Was? Nein! 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 Nico-Fähigkeit Selbstheiler. Ich müsste eine Runde gehen. Das hat jetzt einen taktischen Grund. Weil Cressidi hat immer auf die Schnauze von Traunmagil gekriegt. Jetzt ist natürlich extrem gefährlich, dass Cressidi erstmal ausgeliefert ist an Darkrai. Aber macht euch da keine Sorgen. So, Darkrai kriegt dann jetzt einfach mal. Vom Darkrai gehst du jetzt erstmal schlafen. Genau. Der Meister aller Träume geht erstmal schlafen. That makes fucking sense. Okay, wir haben genug Belebersamen, das ist ja nicht so schlimm. Wir müssten aber mal so langsam einen besiegen. Ich helfe dir mal bei Traunmagil. Magil, nicht Traunfugil. Okay, Rihornio wird beschützt von, ja, Makargo ist auch down. Konfusion, oh, ist wieder aufgewacht. Doppelteam, da geht's schon los. Oh, und Genauigkeit senkt. Oh, und Feuerwirbel drin gesetzt. Alter, jetzt geht's richtig los. Dann würde ich mal sagen, dass du jetzt erstmal. Na, also tschüss, würde ich mal sagen, ne? So, jetzt kannst du erstmal nicht richtig sehen. Rihornio ist down. Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst, was es bedeutet. Oh, und wie ihr wisst, was das bedeutet. Ladungsstoß. Allee. Und es sieht richtig gut aus für uns. Es sieht richtig gut aus für uns. Ich setze einfach mal gegen das Magbrand. Ich treffe sogar, nice. Ja, Ladungsstoß trifft, besiegt ihn. Stolos auch. Oh mein Gott, das ist gewonnen. Das ist gewonnen. Oh mein Gott. Ach, was mache ich denn da? Oh mein Gott, ich werd jetzt schon sentimental. Darkrai nur noch. Oh shit, macht der viel Schaden. Nein. Nachtmar. Okay, das ist. Ah, Nichtschläfer, nice. Nee. Nö. Nö. Wir haben Darkrai. Ohne einen Belebersamen zu verschwenden. Fuck my life. Holy shit. Boah, ich bin gerade so glücklich. Ich bin. Ach, das Let's Play ist vorbei. Wir haben es geschafft. Oh. Das ist dein Ende, Darkrai. Oh, Cressidia, erinnerst du dich nicht? Ich sagte, du fängst mich nicht. Hey, was ist das? Es ist ein dimensionales Loch. Dieses dimensionale Loch kann mich in die Zukunft führen. Oder in die Vergangenheit. Wenn ich auch nicht weiß, wo es mich hinführt. Ich habe nur in dieser Zeit hier versagt. Ich werde die Welt einfach in einer anderen Zeit in die Dunkelheit stürzen. Stopp, Darkrai. Du kommst nicht davon. Oh. Schade für euch. Ich kann mit einem Schritt ganz einfach durch die Zeit entschwinden. Ihr könnt mich nicht fangen. Oh. Auf Wiedersehen allerseits. Na, wie gefällt euch das? Zu guter Letzt steht mein endgültiger Sieg bevor. Das werde ich nicht zulassen. Was? Wie habe ich Palkia nochmal vertont? Ach genau, den musste ich den nicht irgendwie normal vertonen, weil meine Stimme doch immer so abgekratzt ist bei dem. Du bist. Palkia! Du wirst einen hohen Preis zahlen für die Verzerrung des Raumgefüges, Darkrai. Dieser Schlag ist für die Gerechtigkeit. Nimm das. Was? Es gibt keinen drin. Digga. Er ist so im Zeittunnel, wird so weggeschlagen.
Okay. Das dimensionale Loch. Das dimensionale Loch ist vollständig zerschmettert. Mit Darkrai drin. Ich habe Darkrai schreien gehört. Ist Darkrai für immer verschwunden? Nein, das ist nicht passiert. Es hat schwer Schaden genommen und wurde an einen unbekannten Ort verbannt. Aber wo immer es sein mag, es lebt. Wenn es sich von seinen Verletzungen erholt hat, wird Darkrai dann nicht wieder sein Unwesen treiben? Das bleibt abzuwarten. Denn als Darkrai in das dimensionale Loch geschlüpft ist, da trat es eine Reise durch die Zeit an. Genau in diesem Moment wurde es von der Attacke von Palkia getroffen. Erinnerst du dich, was Darkrai über die Ankunft von Marcel aus der Zukunft gesagt hat? Darkrai hat während der Zeitreise angegriffen. Marcel erlitt dabei einen Gedächtnisverlust. Also erging es ihm wie Marcel. Darkrai wird sehr wahrscheinlich auch sein Gedächtnis verloren haben. Darkrai hat sein Gedächtnis verloren? Ja, Darkrai wird sein Gedächtnis sehr wahrscheinlich nicht mehr wiedererlangen. Es wird verloren durch die Welt irren. Darkrai. Wir sind fertig mit ihm. Es wird wohl nicht wieder in die Verzerrung des Raumes ausweiten. Ich werde zur Raumspalte zurückkehren. Ich sehe keinen Grund, jemals hier zurückzukehren. Leb wohl. Ja, da kam Palkia an der richtigen Stelle, an dem richtigen Ort, an der richtigen Zeit. Macht es überhaupt Sinn? Doch, macht Sinn. Nun, das war es wohl. Sollen wir auch zurückgehen? Ja! Gehen wir nach Hause, Marcel. Zurück nach Schatzstadt. Um die frohe Botschaft verkünden zu können. Und so endete unser Kampf gegen Darkrai. Oh. Also, wir kehrten nach Schatzstadt zurück. Wir waren begeistert darüber, wie aufgeregt alle unsere Rückkehr erwarteten. Wir waren gänzlich von Darkrai getäuscht worden. Deswegen dachte ich, dass weder für Marcel noch für mich ein Platz in dieser Welt wäre. Aber als sich alle um uns versammelten und froh waren, uns wiederzusehen, in dem Moment kam mir der Gedanke, wie schön das Leben doch ist. Der kleine Azyril wachte aus seinem Albtraum auf. Ja, stimmt, steht sogar daneben. Ich bin so froh, dass es allen gut geht. Ich erinnere mich noch an die Worte von Knuddeluff. Jedes Pokémon hat seinen Platz in der Welt. Sogar diejenigen, die anders über die anderen Übels wollen. Sogar Darkrai. Nach allem, was geschehen ist, werden meine Abenteuer mit Marcel weitergehen. Wir werden vieles sehen und neue Entdeckungen machen. Wir sind seitdem zur Glitzerquelle zurückgekehrt. Und das, obwohl wir uns dort immer noch nicht entwickeln können. Wie auch immer. Wir können hier existieren. Wir können hier leben. Und schon dafür allein sollten wir glücklich und dankbar sein. Das habe ich letztlich gelernt. Daran merkt man auch, dass es einfach ein Spiel für kleine Kinder ist. Aber es ist so süß verpackt einfach. Ja, Marcel. Danke, dass du immer bei mir warst. Lass uns weiter auf Erkundung gehen. Möge unsere Freundschaft für immer bestehen. Nein, ich möchte mein Abenteuer nicht speichern. Der nächste Morgen. Was ist jetzt schon mit dem Spiel? Was ist, wenn ich sie jetzt mal anspreche? Danke. Dank euch, Marcel und Daniel, wurde Darkrai davon abgehalten, seinen fiesen Plan umzusetzen. Meine Arbeit ist hier erledigt. Meinen aufrichtigen Dank. Cressilia, was wird aus dir? Was hast du jetzt vor? Ich habe viele Möglichkeiten in Erwägung gezogen. Darf ich Team Tsunami beitreten? Ja, darfst du. Wie? Cressilia in unserem Erkundungsteam? Wenn ich keine Last bin, hoffe ich sehr, dass ihr mich in euer Team aufnehmen werdet. Nehmt ihr mich? Du musst Witze machen, du bist das letzte Pokémon, das ich als Last betrachten würde. Es ist uns eine Ehre, dich dabei zu haben. Richtig, Marcel? Ja, natürlich, Cressilia ins Team aufnehmen. Was ist das denn für eine Frage, hör mal? Ja klar, ist der Name Cressilia in Ordnung. Vielen Dank. Schon in Ordnung, Cressilia. Danke, dass du uns anschließt. Och, wie cool. Och, wie cool. Cressilia in unserem Team. Ah ja, ich habe es gehört. Ihr habt Darkrai besiegt. Das sind Marcel und Daniel. Ich bewundere euch. Einfach fantastisch. Ja, ich denke mal, das war's mit dem Let's Play, oder? Oh Mann, so plump. Nee, ich habe hier noch ein Ei. Oh shit, ich habe irgendwas gedrückt. Gut. Danke. Der Umstand, dass ihr hier, dass ich hier wie gewohnt stehen kann, das verdanke ich euch. Meinen ehrlichen Dank. Hä, ja, das Ei macht es, tut es, ob da gleich verschlüpft hat, es wird es nanu was, das Ei ist geschlüpft, wenn es ist. Formeo. Ah, ich kann nicht anders als es so nennen. Ah, okay.
okay. Alles klar. Oh Mann, das ist so plump endet. Das war's mit dem Let's Play. Das war's mit dem Let's Play. Ja, tatsächlich. Es endet so plump. Und ich denke... Es wäre jetzt einfach nur die beste und weiseste Entscheidung von mir, wenn ich da das Let's Play beende, wo es auch angefangen hat. Eigentlich war es hier, als wir uns halt gegenseitig in die Augen geschaut haben, Daniel und Icke, und uns halt über das Reliktfragment unterhalten haben. So. Leute, ich hoffe, euch hat das Projekt hier gefallen. Ich hatte mördermäßigen Spaß bei diesem Let's Play. 126 Parts, absolut geisteskrank, ja. Absolut geisteskrank. Ich kann meine Worte momentan nicht fassen. Vielen herzlichen Dank für den Support in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, ob das wirklich so rüberkam in den ganzen Videos, die ich gemacht habe. Aber ich habe innerhalb von 2 Monaten, / 2,5 Monaten, habe ich über 200 Abonnenten gemacht. Ich weiß, dass 80% dieser Abonnenten alle Englisch sind. Wirklich, habe ich gesehen. Aber trotzdem, dieser Support ist absolut geisteskrank. Richtig, richtig geil, okay? Mir fehlen momentan gerade echt die Worte. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das hier Ganze so gestalte, dass ich jetzt hier erstmal sitze und erstmal labern muss. Aber es ist einfach schwer, Abschied zu nehmen. Weil 126 Parts, sowas vergisst du nicht einfach mal so. Naja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Projekt hier gefallen. Wir werden am Montag starten mit dem neuen Pokémon-Projekt Blaze Black Nuzlocke. Ich hoffe, ihr seid hyped drauf. Ich bin richtig hyped drauf. Ich freue mich schon, den ersten Part davon aufnehmen zu können. Und dann würde ich mal sagen, danke für das Let's Play und vielen Dank für den Support. Wir sehen uns beim neuen Projekt wieder. Tschüss, Kowski, und bye bye.